heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch. Leider waren beide Bücher, naja, nicht wirklich überzeugend für mich. Und ja, wenn ihr wissen wollt, warum, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes aus dem Vorweg, ich stelle fest, ich habe 16 Uhr Feierabend, komme nach Hause und es ist stockdunkel. Was ist hier los? Verdammt, oh, diese Zeitumstellung, ne, die macht mich jedes Jahr aufs Neue kirre. Du gehst im Dunkeln außer Haus und kommst im Dunkeln wieder heim. Das ist doch echt Mist. Naja, egal. Ja, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich versuche mit dem bisschen Licht, was ich hier habe, irgendwie zu wirtschaften und meine Softbox noch irgendwie mit in Aktion zu bringen. Aber sorry, falls das Licht jetzt etwas schlecht ist und ich etwas dunkel bin. Es geht leider nicht anders im Winter. Ja, fangen wir mit dem ersten Buch an, was ich gelesen habe und was meiner Meinung nach seinen Hype definitiv nicht wert ist. Die eine Hälfte der Leute wird mich jetzt wahrscheinlich wieder schlagen und sagen, oh mein Gott, wie kannst du sowas sagen? Aber es war halt einfach nicht mein Buch. Und ja, ich rede von einem Buch mit einem der schönsten Cover überhaupt. Ich finde dieses Cover einfach unglaublich schön, aber der Inhalt, naja, reden wir nicht weiter drüber. Und zwar, ich rede von Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Buch. Am besten, ich fange mit dem Inhalt an, obwohl der den meisten ja bekannt sein dürfte. In diesem Buch geht es um Lia und Lia ist eine Prinzessin und Lia rennt am Tag ihrer Hochzeit davon. Sie hat keinen Bock, diesen Prinzen zu heiraten. Sie hat ihn vorher noch nie gesehen und möchte das einfach nicht. Sie möchte nicht sich für ihr Land opfern in dem Sinne und ja, haut einfach mal ab und ergreift die Flucht. Und Lia und ihre Zofe Pauline, die mit ihr geflohen ist, kommen dann in der Heimatstadt von Pauline unter. Und zwar ist das Terravin. Ich weiß jetzt nicht, wie man die ganzen Städte ausspricht. Also sorry, falls das falsch ist. Und ja, arbeiten dann dort beide in der Schenke und versuchen sich beide ein normales Leben aufzubauen. Und eines Tages kommen zwei Typen in diese Schenke und beide Typen sprechen Lia auf unterschiedliche Weise an. Und was Lia nicht weiß, einer ist der Prinz, den sie verschmäht hat und der andere ein Attentäter, um sie zu töten. Und wer jetzt hier wer ist und wer es ehrlich mit ihr meint und wer nicht und was das alles für Folgen hat, das ist es, worum es in Kuss der Lüge schlussendlich geht. Bleiben wir am besten gleich mal bei der Handlung. Ich muss sagen, die Handlung war im Großen und Ganzen okay, aber sie war einfach für mich zu ausladend. Also ich habe bis Seite 350 gebraucht, um irgendwie ein bisschen Spannung zu fühlen in diesem Buch. Es ist bis Seite 350 einfach mal nicht viel passiert. Ich möchte nicht sagen, dass gar nichts passiert ist, aber es ist meiner Meinung nach zu wenig passiert. Und für mich war das wirklich sehr anstrengend, das Ganze zu lesen. Ich habe dieses Buch mit Sina und Annika zusammen gelesen, Gott sei Dank. Wir haben uns dann gegenseitig immer ein bisschen motiviert, weiterzulesen, denn die beiden waren da so schon meiner Meinung, was das Ganze betraf. Also wir fanden alle, dass sich das Ganze sehr gezogen hat. Also hier hätten 100 Seiten mindestens weniger dem Buch keinen Abbruch getan, meiner Meinung nach. Ich muss natürlich dazu sagen, ich mag aber auch solche ausladenden Schreibstile nicht, ne? Also jeder, der es mag, sehr viel Umschreibungen zu haben und sehr viel inhaltlich noch beschrieben zu bekommen, für den... Ich habe hier irgendwo ein Haar und das krabbelt mich. Ja, für den wird dieses Buch auf jeden Fall ganz, ganz anders vom Gefühl her sein wie für mich. Aber ich mag sowas nicht. Ich mag so ein seitenweises Rumgeplempere. Ich mag das einfach nicht. Es ist okay, wenn was beschrieben wird in einem Buch. Und es ist auch okay, wenn drei Kapitel sich mal in die Länge ziehen und halt nicht viel passiert. Aber ich mag es nicht, wenn einfach mal 350 Seiten nichts passiert in der Handlung. Und ja, dann kam dieser Plot-Twist, dieser große, hohe Überraschung. Wer ist wer? Und ich muss sagen, die Autorin hat mich dran gekriegt. Ich habe gedacht, dass der andere der Prinz ist und nicht der. Aber ich habe dann halt nochmal so über das Ganze nachgedacht und für mich war das teilweise schon sehr unlogisch, warum der jetzt der Prinz ist und der der Attentäter, was jetzt so die Verhaltensweisen und das Ganze von den beiden wiedergespiegelt hat. Und das war für mich nicht hundertprozentig schlüssig und ein bisschen merkwürdig auch. Ich konnte das nicht so 100% nachvollziehen, leider. Also ja, auf jeden Fall kam dann nach Seite 350 endlich dieser große Plot-Twist und es ist endlich was passiert von der Handlung. Und ja, dann ging dieses Buch auch bis zum Ende. Aber es ist trotzdem keine Story gewesen im Großen und Ganzen, die mich absolut abholen konnte, die mich überrascht hat, die ich innovativ und neu fand. Also ich weiß nicht, dieses Buch war okay, aber es war jetzt kein Buch, was mich extrem begeistern konnte. Also ich habe immer gedacht, oh mein Gott, hoffentlich wird das besser. Ich wollte es eigentlich im Regal stehen haben, weil es so ein schönes Cover hat. Aber wenn es mir nicht gefällt, fliegt es wieder raus. Aber ja, also es war okay vom Inhalt her, was dann noch passiert ist ab Seite 350. Und wir haben den zweiten Teil auch vorzulesen.
Also ich hatte mir den zweiten Teil schon gekauft, bevor ich den ersten gelesen habe, weil es den halt reduziert gab. Und Annika hatten auch schon zu Hause und Sina möchte auch gern weiterlesen. Deswegen werden wir dem zweiten Teil auf jeden Fall noch eine Chance geben. Beim zweiten Teil ist es ja so, dass viele den zweiten Teil nicht mochten und den ersten besser fanden. Und wiederum andere, die den ersten nicht so gut fanden, fanden den zweiten besser. Deswegen hegen wir jetzt gerade noch die Hoffnung, dass uns dann der zweite Teil besser gefällt. Und ja, mal schauen, wir werden den zweiten Teil, wie gesagt, auf jeden Fall lesen. Wir möchten dem Ganzen noch eine Chance geben. Ich fand das Ende auch okay. Es sollte jetzt wahrscheinlich ein fieser Cliffhanger werden, aber irgendwie war es schon dann irgendwie klar, dass es darauf hinausläuft. Und ja, also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, sofort den zweiten Teil in die Hand zu nehmen, wenn ich dieses Buch zu Ende gelesen habe. Und was irgendwie auch nicht für das Buch spricht. Was die Charaktere betrifft, muss ich sagen, dass mir die Verhaltensweise von Lia und Pauline auch nicht so gepasst hat. Die waren am Anfang sehr naiv. Also die waren auch am Ende noch naiv, aber da war das dann nicht mehr ganz so schlimm. Und ich fand Lia als Protagonistin okay, aber auch hier haben mich sehr, sehr viele Sachen gestört und sehr, sehr viele Handlungsweisen konnte ich nicht verstehen. Und ich mochte auch diese ganze Dreiecksgeschichte, die ja auch von Lia ausging, nicht wirklich. Also ich fand das sehr erzwungen alles und hat mir jetzt auch nicht so zugesagt. Also wie gesagt, von den Charakteren her war es okay. Lia als Protagonistin, finde ich, trägt dieses Buch jetzt nicht richtig gut. Es ist, wie gesagt, durch ihre Naivität leider nicht mein Fall. Und ansonsten ist sie schon sehr sympathisch. Also für eine Prinzessin auf jeden Fall ist sie sehr bodenständig, was mir gut gefallen hat. Aber ansonsten, ja, war es ganz nett. Aber es haut einen halt nicht um. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, was den Attentäter und den Prinz betrifft, war es auch okay. Wie gesagt, wo dann rauskam, wer ist, war ich erstmal so, hä? Das passt überhaupt nicht. Ich habe mir dann die Stellen auch vorne nochmal durchgelesen, wo die beschrieben wurden und deren Handlungsweisen mir nochmal angeguckt. Und es passte für mich trotz allem nicht alles überein. Also es waren für mich einfach Sachen unschlüssig, warum der jetzt der Attentäter ist und nicht der andere. Und ja, die Autorin hat mich da auf jeden Fall dran gekriegt. Ich fand, der Attentäter spielte seine Rolle wirklich sehr, sehr gut, genau wie der Prinz. Also wie gesagt, mich hat die Autorin dran gekriegt. Ich war komplett auf der falschen Fährte, was das betraf. Und ja, fand die Charaktere im Großen und Ganzen okay. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, Pauline war halt, wie gesagt, leider auch sehr naiv. Und ich habe mir nur gedacht, boah, Mädchen, boah, nee, wie dumm bist du eigentlich manchmal? Also es gab teilweise, also es gab bei Pauline gab es teilweise Momente, wo ich echt gedacht habe, ja, ihr kennt das sicherlich. Und naja, egal. Also wie gesagt, von den Charakteren her war es ganz nett, konnte mich aber leider auch nicht überzeugen. Das Worldbuilding war dafür umso besser. Also ich konnte mir diese Welt richtig gut vorstellen aufgrund dieses ausladenden Schreibstils. Also das war auf jeden Fall mehr als gegeben und es ist auch eine Karte im Buch drin, so dass man sich das alles nochmal mit angucken kann. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Also ich mag es, wenn immer Karten bei High-Fantasy-Geschichten drin sind, dass man sich so grob die Welt zeichnen kann, auch im Kopf. Wie gesagt, vom Worldbuilding her hatte ich keine Probleme. Dieser allumfassende Schreibstil hat das Ganze natürlich dann auch wieder rausgerissen beim Worldbuilding. Zum Schreibstil kann ich dir sagen, dass der Schreibstil sehr ruhig ist. Ich finde, er ist jetzt nicht sehr spannungsgeladen, also das kam bei mir irgendwie nicht an. Also ich habe schon die Spannung gemerkt, ich habe auch die Dramatik gemerkt, aber das war nicht so ein Peng, sondern das war nur so ein Puff. Also das war, ich kann das nicht richtig beschreiben. Also es war da, aber es kam nicht hundertprozentig bei mir an. Also es konnte mich einfach nicht fesseln. Ansonsten ist der Schreibstil recht ruhig, wie gesagt, von der Erzählweise her. Es ist ein schöner Jugendbuchschreibstil auf jeden Fall. Er ist nicht kompliziert. Er hat jetzt nicht extrem viele Metaphern, die man nicht versteht oder sowas. Also man kann dieses Buch schon sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht auch lesen. Also man kommt auch extrem gut durch die Seiten. Also ich habe auch immer, wir haben immer so 50, 60 Seiten am Tag gelesen. Da war ich auch meistens so nach einer halben Stunde fertig. Also es ist jetzt auch kein anspruchsvoller Schreibstil. Aber wie gesagt, durch diese Ausschweifungen hat es mich schon teilweise sehr genervt. Naja, deswegen war ich dann halt auch froh, dass wir nur 50 Seiten gelesen haben. Und ja, mein Fazit zu Kuss der Lüge ist, dass es eine ganz nette Geschichte ist, was das Jugendteil-Fantasy-Genre betrifft, mich aber leider nicht voll und ganz überzeugen konnte. Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Wie gesagt, wir schauen uns den zweiten Teil nochmal an und wenn der es dann auch nicht wird, dann lassen wir es. Aber da wir ihn eh zu Hause haben, werden wir ihn auf jeden Fall nochmal mitlesen und gucken, ob der uns vielleicht überzeugen kann. Ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich im Februar geschenkt bekommen von der lieben Niki.
Hallo. Und Niki fand dieses Buch damals so unglaublich gut. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt musst du dieses Buch endlich lesen. Und zwar geht es hier um Pygmalion, Perfekt unverliebt von Glennon Miller. Ich muss gestehen, ich habe dieses Buch zum Ende hin nur noch quer gelesen. Dieses Buch hat den schlimmsten Buchsatz aller Zeiten. Also ich kann euch nicht sagen, wie schrecklich dieses Buch zu lesen ist. Ich suche gerade mal eine Stelle, wo man das vielleicht ganz gut sieht. Hier. Seht ihr das? Hier sind so viele Lücken im Text. Also es sind sehr, sehr viele Lücken im Text und sind Bindestriche teilweise mitten im Text, mitten im Wort, obwohl das überhaupt nicht dahin gehört. Dann haben wir am Anfang teilweise 5, 6, 7, 8 Leerzeichen, ehe der Satz anfängt. Und das hat mich so unglaublich genervt beim Lesen. Ich habe gedacht, boah, nee, ich will nicht mehr. Aber die Geschichte hatte schon irgendwie was an sich, dass ich dann doch das Ende lesen wollte. Aber irgendwie konnte mich die Geschichte zum Ende auch nicht mehr überzeugen. Der Anfang war okay. Und dann zum Ende hin wurde es irgendwie immer schlimmer. In diesem Buch geht es um Lisa und Lisa ist Catering-Chefin. Also sie arbeitet nebenberuflich als Caterer für so eine Firma und hat aber eigentlich einen Traum und sie singt halt sehr, sehr gerne. Sie hat da auch YouTube-Videos schon online gestellt und ja, versucht da eigentlich irgendwie Fuß zu fassen. Aber nach einem schweren Unfall, den sie als Jugendliche hatte, traut sie sich da nicht mehr so richtig ran. Ihre Hand war verletzt und sie kann nicht mehr richtig spielen. Und ja, das ist irgendwie, ihr Leben ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, sie hat einen Chef und das ist Henrik. Und Henrik ist ein Frauenhasser. Und eines Tages überrascht Lisa Henrik in einer sehr prekären Situation und er bekommt das mit und daraufhin will er sie rausschmeißen. Und das lässt Lisa sich nicht gefallen und als sie ihn zur Rede stellen will, macht er ihr einen Vorschlag. Denn seine Großtante oder was auch immer die war, ist quasi kurz vorm Sterben. Großtante sagt, sie vererbt ihm nur das ganze Geld, wenn er endlich seine Verlobte vorstellt, von der sein schwuler Bruder immer erzählt. Und ja, der Haken ist, es gibt keine Verlobte. Und vom rein optischen, was sie der Tante erzählt haben, von den Erzählungen her, passt halt Lisa da perfekt rein. Und so bittet Henrik Lisa halt, die Verlobte zu spielen und sie dafür halt auch zu bezahlen und zu entschädigen. Und Lisa sieht halt da ihre Chance, ihren Job zu behalten. Und ja, so lässt sie sich auf dieses Spiel ein. Und was dann halt alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ja. Ich muss sagen, dieses Buch hat einen sehr eigenen Humor. Es ist ein sehr einfacher Humor und ein sehr platter Humor. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das umschreiben soll, ohne irgendwen zu nahe zu treten. Das war nicht mein Humor, der war mir einfach zu platt, der war mir einfach zu vulgär teilweise auch. Und ja, es waren ein paar lustige Stellen da dabei, wo auch ich lachen musste, aber größtenteils fand ich es einfach zu viel und übertrieben und es war halt einfach nicht meins. Was die Handlung an und für sich betrifft, fand ich es okay. Es ist halt eine Liebesgeschichte und man merkt halt auch in diesem Buch, wie Henrik sich entwickelt und verändert und gegen seine Gefühle ankämpft und ja, auch sich das Gegenüber mal nicht eingestehen will. Und es ist schon von der Handlung her okay gewesen, aber es war jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, es war so toll und so gut und es hat mich voll überzeugt. Nein. Das nicht. Also, es war von der Handlung her okay. Was die Charaktere betraf, fand ich Lisa als Protagonistin eigentlich ganz gut. Teilweise konnte ich sie nicht verstehen. Ich habe teilweise gedacht, boah, nee. Warum? Warum? Warum machst du das alles? Warum sagst du nichts? Warum lässt du dir das gefallen? Und ja, auf der anderen Seite konnte ich Henrik dann wiederum auch nicht verstehen. Wie gesagt, er ist eigentlich ein Frauenhasser, nachdem er von seiner Ex-Frau hintergangen wurde und sie ja nur sein Geld wollte. Und ja, es ist schwieriges Thema. Ja, weiß ich nicht. Also kam bei mir auch nicht so richtig an. Es ist so ein Buch, wo ich sage, man muss es mögen und wenn man es nicht mag, sollte man es gleich lassen, weil es wird nicht besser. Wie gesagt, ich habe es dann zum Ende hin quer gelesen, weil ich einfach dann wissen wollte, wie das Ganze ausging. Ich habe mich bis zur Hälfte komplett durchgequält und habe dann gedacht, boah, nee. Nee, nee, denn dieses Buch ist auch 600 Seiten dick und nein, ich habe dann wirklich nur noch grob quer gelesen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und ja, es hat sich dann auch von der Geschichte her nicht mehr ultra viel entwickelt.
Es war okay, wie gesagt, aber es war einfach nicht mein Buch. Charaktere waren auch okay. Nebencharaktere so, lala, haben mir jetzt auch nicht so hundertprozentig zugesagt. Den einzigen Charakter, den ich in diesem Buch wirklich richtig gut leiden konnte, war die Tante, die Stutenbissige, die kein leiden konnte. Ich mochte sie von ihrer Art und wo man dann den Hintergrund von der Tante erfahren hat, warum sie so ist, konnte man das Ganze auch irgendwo verstehen. Aber alle anderen Charaktere waren ja schon sehr blass. Also, wie gesagt, unsere Protagonistin Lisa war sehr naiv teilweise und hat sich halt auch viel gefallen lassen, obwohl sie andererseits auch wieder viel Kontra gegeben hat. Und das war dann auch wieder zu viel Kontra, meiner Meinung nach. Und das war einfach, diese Frau war einfach zu widersprüchlich für mich. Das hat mir nicht gefallen. Und auch Hendrik, war auch der reinste Widerspruch in sich und hat mir da auch nicht so zugesagt. Und ja, wie gesagt, war nicht so mein Fall. Was das Setting betraf, befinden wir uns hier in Deutschland. Das Ganze spielte, glaube ich, in Berlin. Ich glaube, es war Berlin. Ich habe das schon wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Von den Beschreibungen her und allem war es gut. Also man konnte sich die Szenen gut vorstellen. Man konnte sich die Orte gut vorstellen. Das hat mir gut gefallen. Und also vom Setting her war es super. Also fand ich gut. Und was den Schreibstil betraf, wie gesagt, war definitiv nicht mein Fall. Es war nicht mein Humor. Und ja, ansonsten ist es ein ganz einfacher, lockerer Schreibstil. Halt, wie gesagt, ein bisschen ein platter Schreibstil meiner Meinung nach, der jetzt nicht viel hinterm Berg hält. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Es war nicht mein Buch. Es hat nicht mit mir gesprochen. Und wie gesagt, dieser Humor ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich, wie gesagt, habe 2-3 Mal gelacht, aber der Rest war für mich einfach zu unter der Gürtellinie. Und diese Kraftausdrücke einfach in diesem Buch. Ich meine, ich habe keine Probleme mit Kraftausdrücken. Ich nehme auch mal Schimpfwörter in den Mund. Und das auch nicht die harmlosen, sondern auch schlimme Schimpfwörter. Aber das hier, das war mir einfach zu viel des Guten. Und war auch nicht so mein Buch. Leider. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es mir gefallen hätte, aber das war das erste Buch, was mir die Niki empfohlen hat, was nicht mein Geschmack war. Das allererste in 3 Jahren und das muss man sagen, ne, das ist ein guter Schnitt. Ich muss dazu aber sagen, Niki hat das damals als Hörbuch gehört und vielleicht ist das als Hörbuch auch besser rübergekommen durch die Sprecher, wenn die Sachen auch besser betonen und vielleicht auch lustiger betonen, wie ich das jetzt in meinem Kopf gelesen habe. Vielleicht kam das auch besser dadurch an. Und wie gesagt, dadurch, dass dieser Buchsatz hier die reinste Katastrophe war, war ich ja eh schon genervt beim Lesen, also ja, es hat nicht sein sollen mit mir. Und das waren 2 meiner zuletzt gelesenen Bücher. Leider waren das beides keine Bücher, die mich so wirklich überzeugen konnten. Kuss der Lüge dann schon noch eher wie Pygmalion. Und wenn ihr die Bücher kennt und gelesen habt, schreibt mir doch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, jeder hat seine eigene Meinung und jeder darf eine andere Meinung über Bücher haben, genau wie über Filme und Serien und über weiß ich nicht was. Und ich erzähle hier immer nur meine Meinung, bevor jetzt wieder ganz böse Kommentare da unten kommen, warum ich dieses Buch kacke finde. Es ist halt so, es ist meine Meinung und mir kann nicht jedes Buch gut gefallen. Und das waren jetzt halt wirklich 2 Bücher, die leider nicht meinen Geschmack getroffen haben. Und mehr gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu erzählen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.